Herzlich willkommen zu Panorama 3. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Es geht um einen gigantischen Anlageskandal. Aber wahrscheinlich haben Sie von dem Unternehmen, das hinter diesem Betrug stecken soll, noch nie was gehört. German Property Group, früher hieß es mal Dolphin, mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Von hier wurden die Geschäfte gesteuert und Anleger weltweit wohl um ihr Vermögen gebracht. Mehrere hundert Millionen Euro sind verschwunden. Unsere Reporter und Reporterinnen haben gemeinsam mit Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung diesen Fall seit Jahren verfolgt und konnten jetzt erstmals exklusiv in die Akten schauen. Und darin zeigt sich auch, dass deutsche Behörden wohl viel zu halbherzig gehandelt haben. Verwahrloste Ruinen überall in der Republik. Sie stehen im Zentrum eines der womöglich größten Anlegerskandale jemals in Deutschland. Die wollten Geld haben, egal woher, egal wie viel. Der Firmengründer hat stets versprochen, sein Geschäftsmodell sei sicher. Basically the security is very easy. It is the same security a bank would ask as well. Menschen auf der ganzen Welt haben Charles Smethurst geglaubt und wurden bitter enttäuscht. Es macht mich so wütend. Es fühlt sich an, als ob jemand mit voller Absicht mein Geld gestohlen hätte. Wir bekommen Zugang zu internen Dokumenten, Einblicke in ein kompliziertes Firmengeflecht. Man profitiert davon, dass eben Deutschland den Ruf hat als sicherer, solider Rechtsstaat. Hinter all dem steckt Dolphin mit Firmensitz bei Hannover. 1 Milliarde Euro Anlegergeld sollen sie kassiert haben. Ein Großteil davon ist verschwunden. Hier auf Rügen hat die Immobilienfirma Dolphin Geschäfte gemacht. Mit den Ruinen des Schlosses Dwarsiden. Versteckt in einem Wald, auf einem alten Militärgelände, gammeln die Gemäuer seit Jahrzehnten vor sich hin. Im Rathaus von Sassnitz steht ein Modell. Das Schloss in altem Glanz. Schon lange ist es im Privatbesitz. Einen Wiederaufbau hat der Bürgermeister immer befürwortet. 2018 will ein neuer Investor das tatsächlich angehen. Dolphin hat sich bei uns vorgestellt als neuer Investor, der den Gedanken mittragen wollte, dort mit dem Schloss Dwarsiden als Hauptpunkt das gesamte Gebiet zu einem Kurgebiet zu entwickeln. Dolphin schickt ihm noch eine Präsentation, doch dann passiert nichts. Seit 2018 hat sich nach Krachts Aussage niemand mehr von Dolphin gemeldet. Dabei hat die Firma das Anwesen für viel Geld gekauft. Ich habe mich schon gewundert, dass ein Investor, der dort wirklich etwas entwickeln wollte, nicht nochmal nachgefragt hat und um Unterstützung gebeten hat oder auch den Sachstand mal abgefragt hat, wie es weitergehen kann. Der Bürgermeister wird wohl auch nichts mehr von der Firma Dolphin hören. Denn was er hier in Sassnitz erlebt hat, ist offenbar Teil eines großen Verbrechens. Seit über einem Jahr recherchieren wir zu Dolphin. Wer steckt dahinter? Welche Unternehmen gehören dazu? Und was genau haben sie vor? Viele Jahre erfolgreich sind sie im Immobiliengeschäft tätig, spezialisiert auf Denkmalsanierung. Doch statt sanierter Denkmäler finden wir in ganz Deutschland Gebäude, die verrotten. Wir, Reporterinnen und Reporter von NDR, BR und SZ, wollen herausfinden, was plant Dolphin mit all diesen verfallenen Immobilien? Von hier wird das Geschäft jahrelang gesteuert. Die Firmenzentrale in Langenhagen bei Hannover. Er lenkt die Geschäfte. Charles Smethurst gründet die Firma 2008 als Dolphin Capital. Später heißt sie dann Dolphin Trust und am Ende German Property Group. Smethurst ist Brite, wurde aber in Deutschland geboren. Bis heute lebt er in einem Dorf in Niedersachsen. Für uns wird dieser Mann über die gesamte Recherche ein Phantom bleiben.
denn alle Versuche, mit ihm in Kontakt zu treten, scheitern. Dorfins Geschäftsmodell klingt einfach. Die Firma sammelt bei ausländischen Investoren Geld ein. Besonders große Summen in Asien und in Großbritannien, wo Privatleute Anlagemöglichkeiten für ihre Altersvorsorge suchen. Mit dem Geld, so das Versprechen von Dorfin, werden sanierungsbedürftige Häuser in Deutschland gekauft. Diese Häuser, so die Eigenwerbung, will Dorfin sanieren und die Wohnungen teuer verkaufen. Dann sollen die ausländischen Anleger ihr Geld zurückbekommen, plus hohe Renditen von bis zu 15%. Dorfin lockt Anleger sogar mit PR-Reisen nach Deutschland. Ein Imagefilm zeigt, wie sie herumgeführt werden. Auch der Brite Mark Hambling reist nach Deutschland. Das Konzept überzeugt ihn. Insgesamt investiert er rund 800.000 Pfund in Dorfin. Ich habe Geld aus anderen Investments da hineingeschoben. Dann bin ich nach Deutschland gefahren und habe mir angeschaut, wie das abläuft. Nach meiner Rückkehr habe ich dann noch mehr Geld investiert. Fühlten Sie sich sicher? Ja, Deutschland ist bekannt dafür, dass hier alles seine Ordnung hat, für penible Buchhaltung und all sowas. Was sollte da schiefgehen? Dorfin setzt voll und ganz auf das Image sicheres Deutschland und wirbt dafür mit pompösen Werbefilmen. Was Mark Hambling am Ende überzeugt hat, sein Geld schien auch noch hervorragend abgesichert. Denn sobald Dorfin mit dem Geld eines Anlegers eine Immobilie kauft, so das Versprechen, schreibt die Firma eine Grundschuld auf seinen Namen in ein deutsches Grundbuch. Der Anleger ist somit abgesichert, mit dem Grundstück als Gegenwert. Und wenn mehrere Anleger in ein Objekt investieren, wird ein Treuhänder eingesetzt. Er soll die Grundschuld stellvertretend für alle Anleger halten. Auch Charles Smethurst verbreitet öffentlich, das Investment sei abgesichert. So basically the security is very easy. It is the same security a bank would ask as well. Im schlimmsten Fall können die Wohnung nicht verkaufen. Dann hat man ein Haus, was man nicht will. Aber das hat einen Wert. Und man hat die Grundschuld. Also kein wirkliches Risiko. Mark Hambling investiert und bekommt 4 Jahre lang pünktlich seine Zinsen ausgezahlt. Er ist zunächst begeistert. Bis Ende 2018. Im Frühjahr 2019 hört Hambling dann etwas, was ihn beunruhigt. Dann hörten wir eine Reportage auf BBC 4 im Radio, die mich sehr besorgt hat. Ich habe dann bei Dorfin angerufen und gefragt, was los ist. Mir wurde gesagt, da wären ein paar Verzögerungen bei Projekten. Es gäbe Probleme mit Planern und Bauunternehmen. Nichts Besorgniserregendes. Was Hambling hört, ist eine Recherche, die wir gemeinsam mit der BBC schon 2019 veröffentlichen. Schon damals erfahren wir von immer mehr Menschen, die ihr Geld von Dorfin nicht zurückbekommen und besuchen einige von ihnen in England. So wie Samantha Heels. Sie betreibt mit ihrem Mann eine Helikopterschule in der Nähe von Leeds. Sie wartet damals seit einem halben Jahr auf ihr Geld. 16.000 Pfund hat sie Dorfin gegeben. 30.000 hätte sie zurückbekommen sollen. Ich war geschockt, denn das war das Einzige, in das ich jemals investiert hatte. Ich hatte nie irgendwelche anderen Ersparnisse oder Aktien. 11 Jahre habe ich in diese Pension eingezahlt mit meiner Arbeit. Und das ist auch alles, was ich fürs Alter habe.
Ich habe einen Versicherungsmakler in mein Haus gelassen und gehofft, dass er mir das Richtige empfiehlt. Statt Geld schickt Dolphin über die Pensionskasse Briefe, unterzeichnet von Charles Smethurst. Dieser kündigt Zahlungen an, tut so, als gäbe es kein Problem. Auch uns gegenüber behauptet Dolphin damals, man habe keine Liquiditätsprobleme. Und plötzlich, nach unserem Bericht, bekommt Samantha Hales sogar wieder Geld ausgezahlt. Wollte Smethurst damals den Schein eines gut laufenden Unternehmens wahren? Wollte er verhindern, dass die Staatsanwaltschaft auf ihn aufmerksam wird? Wir sprechen per Skype mit einer weiteren Anlegerin aus England, die ihren Namen nicht nennen möchte. Hello, can you hear me? Sie wartet bis heute auf Geld. 40.000 Pfund hat sie insgesamt investiert, zuletzt 2018. Was sie nicht weiß, damals warten asiatische Anleger bereits seit Monaten auf ihre Auszahlungen. Ich wurde richtig nervös und habe versucht herauszufinden, was eigentlich los ist. Meine Finanzvermittlerin hat mich gar nicht unterstützt. Sie sagte, sie hätte keinen Kontakt mehr und ihr Geld ja verdient. Ich hatte also niemanden, mit dem ich reden konnte. Und dann kamen da diese Briefe von Dolphin, die keinen Sinn gemacht haben. Massenweise E-Mails, in denen sie erklärt haben, sie würden dies tun und das ändern. Aber ich habe ihnen das nicht abgenommen. Es hat sich angefühlt, als würde mich hier jemand anlügen. Von Dolphin schlecht behandelt fühlen sich auch Menschen hier in Krönewitz bei Stralsund. Dieses Schloss kauft das Unternehmen vor 2 Jahren. Wir treffen Christel Pienka. Sie lebt seit 5 Jahren in einer Mietwohnung. Seit dem Eigentümerwechsel ist vieles anders. An dem Eigentümer ist mir schon komisch vorgekommen, dass er sich also nie blicken lassen, sich das schöne Haus einmal angeguckt hat. Es war so gewesen, würde ich als Mieterin gar keine Bedeutung haben für den Vermieter. Wie sehr sich das Anwesen verändert hat, sehen wir auf einem alten Foto. Unter dem früheren Eigentümer wurde noch alles gepflegt. Unter Dolphin verwildert es hier. Von 11 Wohnungen sind nur noch 3 bewohnt, erzählt uns Christel Pienka. Ist denn jemals eine Wohnung neu vermietet worden? Nein, überhaupt nicht. Es blieb alles leer. Es war eben kein Interesse da, eine Wohnung zu vermieten. Es wurde nichts gemacht. Wieso Geld verdient werden soll, ist fraglich. Haben die Objekte vielleicht einen ganz anderen Zweck? In Flensburg finden wir Hinweise. Die alte Klinik Ost kauft Dolphin im Jahr 2014. Auch hier verrottet alles. Beim Blick ins Grundbuch werden wir stutzig. Mehrere 10 Millionen Euro Grundschulden liegen auf dem Objekt. In Summe 52 Millionen. Das ist viel mehr, als der Komplex wert ist. Nach unserer Recherche soll Dolphin gerade mal rund 2,5 Millionen Euro dafür gezahlt haben. Bei Schloss Dwarsiden auf Rügen ist es noch krasser. Das ehemalige Militärgelände hat Dolphin für 18 Millionen Euro gekauft. Im Grundbuch finden wir sagenhafte Summen. Auf dieser Ruine lastet eine Grundschuld von insgesamt 117 Millionen Euro. 18 zu 117 Millionen. Ist ein so eklatanter Unterschied überhaupt zulässig? Tatsächlich ist es legal, so viele Schulden einzutragen. Der Haken? In solcher Höhe bieten sie keine Sicherheit mehr für Anleger. Sie sind so gut wie wertlos, denn der Gegenwert fehlt. Ganz anders, als das Unternehmen suggeriert. Da oben im Text ist bekannt dafür, Kapitalanlegern die größtmögliche Sicherheit zu bieten. Sicherheiten, die keine sind. Doch offenbar gelingt es dem Unternehmen über Jahre, Anleger weltweit zu täuschen.
Der Anwalt Jan-Erik Spangenberg aus Hamburg vertritt rund 100 Asiaten, die auf die Versprechen von Dolphin hereingefallen sind. An die 5 Millionen Euro haben sie investiert. Ihre Rückzahlungen sind schon seit 2 Jahren überfällig. In unseren Fällen ist es so, dass wir eben tatsächlich in keinem Fall nachvollziehen können, wie die Gelder tatsächlich geflossen sind. Der Rechtsanwalt stellt Fragen, versucht herauszufinden, wo das Geld seiner Mandanten geblieben ist. Doch statt auf Antworten stößt er auf ein unübersichtliches Geflecht von Firmen. Inzwischen, nachdem wir uns eben seit über einem Jahr mit diesen Verfahren befassen und auch selber nie eine Auskunft zu all diesen Fragen bekommen, stellt sich für mich schon die Frage, ob nicht auch möglicherweise der Sinn und Zweck dieses ganzen Konstruktes es war, genau das zu erreichen, was jetzt eingetreten ist, nämlich es den Anlegern letzten Endes unmöglich zu machen, ihre Forderungen durchzusetzen und ihre Gelder wiederzubekommen. Im Zentrum des Konstrukts steht offenbar Charles Smethurst selbst. Die meisten der Unternehmen hängen irgendwie mit ihm zusammen. Immer wieder werden neue Firmen gegründet, die wiederum weitere Gesellschaften besitzen. Ein kaum zu durchschauendes Geflecht, an dessen Ende eine Firma jeweils eine Immobilie besitzt. Insgesamt sind es mehr als 200 Firmen. Das Geld der Anleger wurde zwischen diesen Firmen verschoben. Die Geldflüsse sind völlig unübersichtlich. Und dann erzählt uns Jan-Erik Spangenberg, dass er noch etwas entdeckt hat. Einige der angegebenen Grundstücke gehören Dolphin gar nicht. Unsere Mandanten wären abgesichert gewesen, wenn es tatsächlich die Grundstücke gegeben hätte, wenn tatsächlich die Grundschulden eingetragen worden wären und wenn diese tatsächlich abgetreten worden wären. Das ist, wie schon erläutert, in keinem der Fälle, die wir kennen, so geschehen. Laut den Verträgen sollen Spangenbergs Mandanten zum Beispiel in dieses Objekt in Mannheim investiert haben. Wir schauen uns vor Ort um und erfahren, Dolphin hat dieses Areal zwar als Investment ausgegeben, doch gekauft hat die Firma es nie. Besitzer ist seit Jahrzehnten die Bundesrepublik Deutschland. Was mit dem Geld der Anleger passiert ist, völlig offen. Immer wieder zeigt die Recherche, wie Dolphin versucht, sein Image aufzupolieren. Ein Beispiel. Als vielerorts Anleger schon auf Geld warten, ändert Dolphin seinen Namen in GPG, German Property Group, inklusive eigenem News-Kanal. Herzlich willkommen zu den German Property News. Bei uns erfahren Sie ab sofort Wissenswertes zu aktuellen Themen aus den Bereichen der Immobilienwelt und zu wichtigen Markttrends der Immobilienbranche. Dann im Sommer 2020 die unerwartete Nachricht. GPG, ehemals Dolphin, meldet Insolvenz an. Und plötzlich kommen neue Details ans Licht. Für die Insolvenz übernimmt zunächst ein Interimsgeschäftsführer die German Property Group. Die Unternehmensakten lässt er in sein Büro nach Bremen bringen. Hier bekommen wir Einblicke in interne Dokumente. Hunderte Millionen Euro Anlegergeld wurden scheinbar chaotisch verwaltet. Bergeweise Mahnbescheide, Anwaltsbriefe, Rechnungen. Darin finden wir Indizien und Belege für viele Vermutungen, die wir schon lange hatten. 1 Milliarde Euro von Anlegern sollen in Smethursts Imperium versickert sein. Genau weiß es keiner. Die Immobilien sollen aktuell höchstens einen Wert von 150 Millionen Euro haben. Der Insolvenzverwalter will sich zu Details nicht äußern. Der Ausgang des Verfahrens offen. Und wieder die Frage, wo ist das Geld? Unterlagen zeigen, Smethurst hat offenbar seine Frau großzügig unterstützt. Anlegergeld floss wohl reichlich in ihr Modegeschäft und ihren TV-Shopping-Kanal. Dass der teuer war, wird in diesem Fernsehbeitrag deutlich. Wenn Teleshopping-Queen Manu Lenz bei ihrem eigenen gleichnamigen Fernsehsender ihre selbstgesandte Mode an die Frau bringt, dann sieht das so aus. Das Studio in Langenhagen erstrahlt in neuem Glanz. Auch als ihr Kanal längst pleite ist, inszeniert sie sich noch als erfolgreiche Moderatorin. Die Manu persönlich gehen zu 123 TV und wir sind riesig aufgeregt, denn das ist ein ganz, ganz tolles Prinzip, weil meine Kundinnen kriegen immer den besten Preis.
Ein guter Kunde war wohl auch ihr Mann. Sehr regelmäßig landen Rechnungen von Manu Lenz bei Smethursts Firmen. Und die bezahlen offenbar zuverlässig. Ein Beispiel. Im Januar 2019 rechnet Manu Lenz offenbar 3 Tagessätze à 4.900 Euro ab für Kontaktherstellung und Terminvorbereitung. Dazu noch Reisetage, unter dem Strich fast 24.000 Euro. Kontoauszüge zeigen, Geld fließt auch auf türkische Konten von Smethursts Frau. Mehrere Dokumente legen nahe, in Geschäfte von Manu Lenz sollen mindestens 9 Millionen Euro geflossen sein. Ob Smethursts Ehefrau vom Geschäftsgebaren ihres Mannes wusste, bleibt unklar. Unsere Anfragen an das Ehepaar blieben unbeantwortet. Charles Smethurst hat wohl auch einem weiteren Angehörigen ausgeholfen. Die internen Unterlagen zeigen, Dolphin hat dessen Unternehmen ein Darlehen gewährt von mehr als 1 Million Euro. Nach uns vorliegenden Dokumenten wurde dieses Geld offenbar nie ganz zurückgezahlt. Smethurst hat also mutmaßlich Geld abgezweigt. Das erzählen wir auch den Anlegern. Es macht mich so wütend. Es fühlt sich an, als ob jemand mit voller Absicht mein Geld gestohlen hätte. Das ist furchtbar. Und ich finde, es muss etwas passieren. Das Geld muss zurückgezahlt werden. Die Britin hat ihr Geld 2018 bei Dolphin angelegt. Damals war das Unternehmen schon längst in einer Schieflage. Das zeigen die Unterlagen. In einem Schreiben weist ein Steuerberater auf hohe Verluste von Dolphin Trust hin. Er schreibt, dass die Gesellschaft möglicherweise durchgängig seit 2015 bilanziell überschuldet ist und war. Doch Smethurst ist das offenbar egal. Er macht einfach weiter. Großzügig entlohnt werden vor allem diejenigen, die frisches Geld ranschaffen. Papiere belegen, die Finanzberater, die für Dolphin Investorengelder eingeworben haben, bekamen schwindelerregende Provisionen. Oft bis zu 20% und mehr. Dass das am Ende nicht gut gehen kann, realisieren mittlerweile auch manche Anleger. Uns war nicht klar, dass die Vermittler in Großbritannien 20% Provision bekamen. Zusammen mit einer Rendite von 15% konnte das nicht funktionieren. Aber wir wussten das nicht. Sie haben offenbar immer mehr Geld aus exotischen Orten herangeholt. Singapur, Korea, Malaysia, China. Aber damit haben sie nur bezahlt, was die anderen schon schuldig waren. Und so ging es weiter. Charles Smethurst lässt sich auch von Behörden nicht aufhalten. Rückblickend hat man sogar den Eindruck, er spielt mit ihnen. In Deutschland müssen Unternehmen jedes Jahr eine Bilanz erstellen und in der Regel auch veröffentlichen. Dolphin aber hört damit einfach irgendwann auf. Seit Jahren fehlen wohl mehr als 700 Jahresabschlüsse der Unternehmensgruppe. Kann man damit durchkommen, im sonst so gut organisierten Deutschland? Wir fragen beim zuständigen Bundesamt für Justiz nach. Was passiert, wenn Jahresabschlüsse nicht veröffentlicht werden? Und wir erfahren nicht viel. Bei fortgesetzter Weigerung werden die Ordnungsgeldandrohungen so lange wiederholt und gesteigert, bis das Unternehmen seine Offenlegungspflicht erfüllt hat. Tatsächlich finden wir jede Menge Ordnungsgeldbescheide des Bundesamtes in den Unterlagen. Doch offenbar hat Dolphin die Strafen oft einfach bezahlt, statt Jahresabschlüsse zu veröffentlichen. Auch Anwalt Spangenberg erlebt den deutschen Staat in diesem Fall zahnlos. Obwohl er mehrere Klagen gegen Dolphin gewinnt, kann er keinen Euro für seine Mandanten zurückholen. So haben wir zum Beispiel in Deutschland versucht, alle Konten der Gesellschaft zu finden, haben nur sehr wenige Konten gefunden, die haben wir gepfändet. Auf den Konten waren keine Gelder mehr. Das heißt, die Gesellschaft hat auch sich der Zwangsvollstreckung dadurch ein ganzes Stück weit entzogen, dass sie eben es offenbar vermieden hat, in Deutschland tatsächlich Konten, Gelder, andere Werte anzulegen.
Als nächstes erstreitet er einen Haftbefehl gegen den damaligen Geschäftsführer. Dabei stößt der Anwalt auf ein neues Problem. Charles Smethurst ist bei vielen Firmen seines Imperiums nicht persönlich der Chef, sondern setzt offenbar andere Leute ein. Diese Geschäftsführer wechseln außerdem immer wieder. Allerdings hat die Gesellschaft den Geschäftsführer dann abberufen, sodass unser Haftbefehl ins Leere geht, weil wir natürlich nicht mehr den Geschäftsführer verhaften können, der gar nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft ist. Der starke Rechtsstaat Deutschland. Von Dolphin offenbar mit wenigen Kniffen ausgehebelt. Besonders eine Behörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, hätte wohl genauer hinsehen können. Davon ist Rechtsanwalt Peter Mattil überzeugt. Auch er vertritt Anleger. Wenn jemand Bankgeschäfte macht, das heißt Darlehen annimmt und sie zurückzuzahlen verspricht, ist das nach der Definition unserer Gesetze ein Bankgeschäft. Dafür brauchen Sie eine Bankerlaubnis, dann dürfen Sie das machen, sonst dürfen Sie das nicht machen. Das ist ein verbotenes oder erlaubnispflichtiges Bankgeschäft. Das hätte man natürlich beenden müssen. Und wie hat sich Ihrer Meinung nach aber dann die BaFin in diesem ganzen über Jahre andauernden Geschäft dieser Firma verhalten? Also soweit wir wissen, hat es schon eine Korrespondenz gegeben und die BaFin hat sich dann irgendwie, ich sag's mal, abwimmeln lassen. Mit welchen Argumenten genau wissen wir noch nicht, aber scheinbar fühlte sie sich nicht zuständig. Die BaFin schreibt uns, sie will sich zum Einzelfall nicht äußern. Auf das Thema unerlaubte Bankgeschäfte geht die BaFin trotz mehrfacher Nachfragen gar nicht ein. Hat Dolphin es vielleicht darauf angelegt, dass sich keine Behörde zuständig fühlt? Die wollten Geld haben, egal woher, egal wie viel. Und aus irgendwelchen organisatorischen Gründen, um die Aufsichtsbehörde loszuwerden, hat man dann einfach nur im Ausland Geld eingesammelt. Ob das wirklich der Grund war, Geld nur im Ausland einzusammeln, wissen wir letztlich aber nicht. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft Hannover am Zug. Seit Ende 2019 liegen Strafanzeigen vor. Gegen Smethurst besteht der Verdacht des Anlagebetrugs und der Insolvenzverschleppung. Doch nach unseren Recherchen wurden auch mehr als 11 Monate nach der ersten Anzeige keine Beweise gesichert und keine Räume durchsucht. Wir erwarten derzeit eine Einlassung des Hauptbeschuldigten. Der Hauptbeschuldigte hat sich hier selbst an die Staatsanwaltschaft Hannover gewendet und hat hier Kooperationsbereitschaft angekündigt. Er möchte hier bei der Aufklärung des Sachverhaltes mitwirken. Ausländische Anleger haben den Eindruck, dass sie nicht mit Nachdruck ermitteln. Das haben die Anleger von der deutschen Justiz so nicht erwartet. Was sagen Sie dazu? Dazu können wir keine Angaben machen. Wir ermitteln hier, wie wir dazu angehalten sind und wie es auch erforderlich und nötig ist. Mehr können wir dazu derzeit nicht sagen, weil wir hier uns nicht in die Karten schauen lassen, was hier genau, welche ermittlungstaktischen Ziele wir hier verfolgen. Wie ermitteln Sie eigentlich aktuell, wenn Sie noch gar keine Akten gesichert haben? Wie gesagt, über ermittlungstaktische Erwägungen geben wir hier keine Auskunft. All die Akten, die wir in der Recherche durchforstet haben, die Staatsanwälte haben sie offenbar noch nie gesehen. Die Beamten wollen erst mal abwarten, was Smethurst von sich aus alles erklärt. Es heißt, er könnte sich sogar geständig zeigen. Doch die Staatsanwaltschaft wartet noch immer auf seinen vollständigen Bericht. Einen angekündigten Termin dafür hat er verstreichen lassen, wie schon so viele in seiner Karriere als Immobilienunternehmer. Die ausländischen Anleger mittlerweile fassungslos. Warum haben die deutschen Behörden nichts getan? Die Jahresabschlüsse fehlen. Das ist doch nicht akzeptabel. Mir scheint hier ein systematisches Versagen der deutschen Behörden vorzuliegen. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich unglaublich. Sowas haben wir in den 60er Jahren bei Ländern in Westafrika vielleicht akzeptiert, aber doch nicht Deutschland 2020. Das ist einfach nicht gut genug. Noch sind im verzweigten Dolphin-Imperium hunderte Millionen Euro verschwunden. Was davon wieder auftaucht, hängt wohl auch davon ab, wie intensiv Ermittler und der Insolvenzverwalter danach suchen.
Und das war Panorama 3 für heute und für dieses Jahr. Ihnen allen eine gute und gesunde Zeit. Und wir sehen uns dann im Januar wieder. Und hier geht es direkt weiter mit in der Info. Wir sind eins. ARD.